Also, wenn ich den Jungen, von dem ich träume, beschreiben soll, dann ist er wie Dean. Die Jungs, die ich kenne, ticken alle nicht richtig. Die spinnen ganz einfach. Erst wollen sie mit dir ausgehen, aber dann musst du den ganzen Abend mit ihren blöden Freunden rumhängen. Dean ist ein ganz anderer Typ. Er ist einfach irgendwie reifer. Ich kenne mich bei Jungs nicht aus. Eine Zeit lang hatte ich Albträume, weil ein Junge mich küssen wollte. Und weil ich durch die Nase nicht atmen kann, musste ich die Luft anhalten. Aber versucht hat's keiner. Oh. Schwester, Hilfe! Wie ist das passiert, Susanna? Ich weiß auch nicht genau. Er stand sie noch da und dann ist sie hingefallen. Alles in Ordnung, Kili? Oh. Bleib für einen Moment ganz ruhig liegen, ja? Also, ich hoffe, du verstehst das. Du verbringst das Wochenende hier, um zu sehen, ob es dir gefällt. Es gibt echt schlimmere Heime, Georgie. Hier ist es 10-mal besser als im Charnock-Haus. Ich kenne sie fast alle, nicht wahr, Steve? Das stimmt genau. Mick wird dir alles besorgen, was du so brauchst. Aber wenn du über irgendetwas mit mir reden willst, hier ist meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ja, wenn ich ganz mies drauf bin, wenn irgendwas schief geht, dann gehe ich sofort ans Telefon und rufe Steve an. Ist doch wahr? Ganz richtig, Claire. Telefon für dich. Oh, ist nein, sicher mein Büro. Es ist für George. Ein Freund von dir, Darren. Hm. Du kannst gleich hier rangehen. Hallo? Hallo, George, wie geht's dir denn da draußen? Ey, du kannst dir nicht vorstellen, was hier passiert ist. Fiona Brett hat die Augen geöffnet. Sie sieht völlig normal aus. Doch langweilig. Frag ihn lieber, was er da zu essen kriegt. Hausbacke will wissen, was es bei euch zu futtern gibt. Ihr Blutdruck ist nur 80 zu 40. Hämoglobin und Blutzucker sind auch zu niedrig, 2,1. Wann hast du zum letzten Mal was gegessen, Kili? Zum Frühstück heute Morgen. Und wann davor? Na, gestern Abend. Und wieso wiegst du dann immer weniger? Ich glaub dir kein Wort. Was kann ich denn dafür? Ach komm, Kili, ich kenne doch inzwischen dein Lieblingsthema. Diät, abnehmen, gut aussehen. Als ob das das Wichtigste auf der Welt wäre. Aber das ist es wirklich nicht. Du musst unbedingt etwas essen, damit du zu Kräften kommst. Aber ich esse doch! Nicht genug, Kili. Ich weiß genau, was Sie denken. Dass ich magersüchtig bin, nicht wahr? Das habe ich nicht gesagt. Es stimmt ja auch gar nicht. Was ist passiert? Kilis Blutdruck ist 80 zu 40. Hämoglobin und Blutzucker sind auch zu niedrig. Wie sieht es aus? Ist sie genug? Im Gegenteil. Und gerade hat sie mir erklärt, dass sie nicht magersüchtig ist. Sie weiß ganz genau, was mit ihr los ist. Was denken Sie? Also, es würde mich nicht überraschen. Sie ist davon überzeugt, dass sie zu fett ist. Einfach lächerlich. Das erklärt natürlich auch die Magenschmerzen. Also seit sie hier ist, hat sie mehr als 12 Pfund abgenommen. Das darf auf keinen Fall so weitergehen. Ist mein Auge jetzt wirklich besser als vorher? Aber natürlich, Alex. Vor allem denk daran, was Dr. Davis gesagt hat. Du musst die Finger davon lassen, auch wenn es nicht jucken wird. Hast du Lust mitzuspielen? Ich habe ein neues Computerspiel. Wir spielen 3 Gewinnsätze. Du kannst gegen den Gewinner spielen. Die haben nichts zu meinem Auge gesagt. Zeig doch mal dein Auge, das schießt doch. Hä? Wen hast du für die Fallstudie ausgesucht? Susanne. Na, da strahlt sie sicherlich. Wieso? Nun mach mal einen Punkt. Erzähl mir bloß nicht, dass dir noch nichts aufgefallen ist. Sie ist der Gary Miller Fanclub, wie er leibt und lebt. Was soll denn das heißen? Ich habe ihm gerade erzählt, dass Susanna sich in ihn verknallt hat. Allerdings, das ist wirklich kein Witz. Sie hat mich den ganzen Morgen mit Fragen über ihn gelöchert. Hat er eine Freundin? Was ist seine Lieblingsfarbe? Das ist doch lächerlich. Für sie ist es gar nicht so lächerlich. Da kommt sie schon wieder. Wahrscheinlich macht sie dir diesmal einen Heiratsantrag. Der Verband sitzt nicht ganz richtig. Wann werden wir uns das mal ansehen? Also, Gary hat's verbunden, dann sollte er ja vielleicht auch nachsehen. Komm mit. Weißt du was? Ich glaube, es hat genau den Richtigen erwischt. Mach dich doch nicht lustig. Vermutlich ist das die erste Liebe seines Lebens. Ich kann es ja immer noch nicht glauben. Offensichtlich kann es Mrs. Brett auch nicht. Jedes Mal, wenn Fiona einschläft, schüttelt sie sie, um sie wachzuhalten und zu reden. Naja, sicher haben die beiden noch eine Menge nachzuholen. Und so wie es dir ein bisschen besser geht,
gehen wir zusammen einkaufen. Und vielleicht kommt dein Vater sogar mit. Es dauert nicht mehr lange, dann arbeitet er wieder hier in der Gegend. Ich wünsche mir das so. Dann wird alles wieder gut. Mama. Ich bin ja bei dir.